Jetzt geht es um das sagenumwobene Mischwesen Basilisk bei uns. Das soll ja angeblich vor genau 800 Jahren in Wien entdeckt worden sein. Und der Mystery-Forscher und Buchautor Reinhard Habeck ist dieser Geschichte nachgegangen und entführt uns jetzt ins Wien des Jahres 1212. Es ist der 26. Juni 1212. Hier in der schönen Laternengasse 7 im ersten Wiener Bezirk beginnt die Geschichte des Basilisken. Wir sind hier an einer historischen Stätte, dort, wo die Wiener Basiliskenlegende seinen Anfang genommen hat. Hier im Innenhof der schönen Laternengasse Nummer 7 befand sich ein Brunnen. Und da soll der Basilisk erschienen sein, das erste Mal, und schließlich auch getötet worden sein. Der Legende nach erschreckt sich die Magd des Bäckermeisters Martin Garhibel so sehr vor etwas im Brunnen, dass sie zu Tode kommt. Daraufhin wird Bäckergeselle Hans in den Brunnen hinabgelassen. Dann hat man einen gellenden Schrei vernommen. Er wurde wieder hinaufgebracht und der Bursche hat gezittert am ganzen Leib und hat eine abenteuerliche Geschichte erzählt. Nämlich, dass er ein Wesen erblickt hätte, das eine Mischkulanz aus Hahn, Reptil und Kröte gewesen sei. Und man war sich also bald einig, damals die Forscher, die Gelehrten der Zeit, ja, das war offensichtlich ein Basilisk. Und um diesen grässlichen Tier, also das auch einen fürchterlichen Gestank also verbreitete, auf die Schliche zu kommen oder es zu überwältigen, hat man also den Bäckermeistergesellen noch einmal hinuntergeschickt, diesmal also mit einem Spiegel. Und er hat gewissermaßen dann damit den Basilisken erlegt, weil der Basilisk durch seine eigenen tödlichen Blicke versteinert wurde oder nach anderer Lesart auch zerplatzt sei. Die Frage stellt sich, war das nur ein Hirngespinst oder eine tatsächliche Begebenheit? Da gibt es auch verschiedene Erklärungsmodelle. Eine besagt, dass es damals ja im Mittelalter, also gab es ja noch keine hygienische WC-Anlagen so wie heute, dass das praktisch also vernachlässigte Abortgruben waren, die halt also diesen fürchterlichen Gestank also bewirkt haben. Bis ins 17. Jahrhundert zweifelte man europaweit nicht an der Existenz von Basilisken. Sogar Dissertationen wurden über das Thema verfasst. Eine These nimmt an, dass der Basilisk kein Fabeltier war, sondern ursprünglich ein ägyptisches Göttersymbol, das über das wundergläubige Mittelalter als Mischwesen verbreitet wurde. Die deutsche Klosterfrau Hildegard von Bingen beschrieb die Geburt eines Basilisken so, dass ein Hahn ein Ei legt, das dann von einer Kröte ausgebrütet wird. Im Naturhistorischen Museum in Wien wurde vor 20 Jahren ein Präparat des angeblich gefährlichen Mischwesens wiederentdeckt. Ja, der sieht ja recht so drollig aus, eigentlich nicht das, was man gewohnt ist von einem bösartigen Basilisken. Das ist richtig und dieses Ding hat auch eine recht skurrile Geschichte. Das ist vor gut 15 Jahren bei uns im Keller gefunden worden, ohne Alkohol, vertrocknet mit Insektfraßspuren, die man da jetzt auch noch sehr schön sieht und vor allem ohne jede Begleitinformation. Das heißt, wir haben keine Idee, woher dieses Stück stammt. Es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass es kein normaler Fisch ist. Tatsächlich ist es ein Rochen, der umpräpariert wurde zu einem sogenannten Basilisken. Der Mund entspricht der tatsächlichen Mundöffnung eines Rochens. Die Augen wurden aus den Nasenlöchern geformt. Die Flügel sind eigentlich Brustflossen und die Beine hat der Präparator aus den Geschlechtsorganen eines männlichen Rochens geformt. Das Alter des Präparats schätzt man auf 400 Jahre. Und man weiß also, das ist ein gefälschtes Monster. Das ist mit Sicherheit ein gefälschtes Monster, ein Stück, das ganz typisch ist für die Wunderkammern der Spätrenaissance. Damals hat ja jeder Herrscher oder jeder Fürst, der was auf sich gehalten hat, solche Raritätensammlungen gehabt. Und findige Präparatoren haben sich ein gutes Geld verdient, indem sie solche Präparate angefertigt und dann natürlich als Originale verkauft haben. Aber würden Sie grundsätzlich ausschließen, dass es also so Kryptowesen
einst gegeben hat oder vielleicht tatsächlich noch unerforschte, also Tiere, die irgendwo auf ihre Entdeckung warten. Gibt. Also es gibt mit Sicherheit noch unzählige unbekannte Arten auf unserem Planeten. Und es ist sehr gut möglich, dass darunter auch solche sind, die den Hintergrund für gewisse Legenden oder Mythen bilden.